Letztens saß ich so beim Essen, beim Online-Marketing-Event und da kam ich ins Gespräch mit einem Online-Marketing-Experten und er sagte: Thomas, du hast doch gar keine Ahnung von Frauen, denn deine längste Beziehung, die du jemals hattest, war gerade mal 3 Monate. Ich hingegen bin glücklich seit 20 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Mit einer und der gleichen Frau, logischerweise. Und dann habe ich ihm gesagt: Okay, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn du, sagen wir mal, zwei Personen, ja, die eine Person hat sich vor 20 Jahren ein Auto gekauft, einen hübschen, einen guten Mercedes, der auch wirklich lange hält, ja, und fährt diesen gleichen Mercedes jetzt seit 20 Jahren und pflegt den auch immer wieder zusammen und ja, wird den wahrscheinlich auch noch so lange fahren, bis er quasi komplett auseinanderfällt oder ein Oldtimer ist, ja. Der andere, die zweite Person leiht sich immer wieder ein Auto aus, sozusagen. Ja? Also geht zu Sixt und lässt sich dort immer wieder einen neuen Wagen geben. Also alle 2 Wochen gefühlt fährt er irgendwie einen anderen neuen Wagen. Manchmal einen Sportwagen, manchmal ein SUV, manchmal ein Coupé, manchmal diesmal, manchmal das oder jenes. Welcher von den beiden Typen hat mehr Erfahrung und mehr Ahnung vom Autos? Oder konnte mehr Erfahrungen sammeln. Der seit 20 Jahren ein und das gleiche Auto fährt, oder derjenige, der alle 2 Wochen sozusagen ein neues Auto mal so richtig durchtesten darf. Und die Antwort auf diese Frage ist natürlich super easy. Die zweite Person, die ständig neue Autos fährt, die hat natürlich viel mehr Erfahrung generell und viel mehr Ahnung von Autos generell. Und warum erzähle ich die Geschichte? Weil genau das gleiche Phänomen bei so vielen Menschen, ja, besteht. Die sagen, nur weil ich seit 20 Jahren eine und dieselbe Sache mache, habe ich hier wahnsinnig viel Ahnung, ja, und bin der absolute Top-Experte. Es zählt aber nicht die Anzahl der Jahre der Erfahrung, ja, im Markt, sondern es zählt die Relevanz. Die Relevanz deiner Kenntnisse und deines Know-hows im aktuellen Moment und in der Zukunft, die noch kommen wird, prognostiziert. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, wenn du seit 20 Jahren Vertrieb machst und immer wieder die gleiche vertriebliche Methoden anwendest und sagst, naja, ich brauche wirklich nicht keine Automation, kein CRM, dies und das und jenes, ich mache immer das Gleiche und bin ja bis jetzt auch ganz gut über die Runden gekommen. Das heißt nicht, dass du viel Ahnung hast, Status quo heute, oder mehr Ahnung hast wie jemand, der erst seit 3, 4, 5 Jahren Vertrieb und Marketing macht, aber auf dem neuesten Stand der Dinge ist, weil er permanent die neuesten Tools austestet und diese verwendet und immer wieder sich selbst eine Frage stellt: Ist das jetzt die beste Konstellation? Ist das die beste Methode? Ist es die beste Strategie? Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Was gibt es Neues? Und so viel eben dazu. Und wenn du, sagen wir mal, das Gefühl hast, du machst seit 20 Jahren dasselbe, ne? Du hast sozusagen seit 20 Jahren dieselbe Frau und vielleicht möchtest auch, sag mal, kommst nicht vom Fleck, auch gehaltsmäßig nicht vom Fleck, weil du seit 20 Jahren das Gleiche machst. Ich spreche mit so vielen auch Softwareentwicklern eben aus der IT-Branche, die sagen, seit 20 Jahren mehr oder weniger das Gleiche verdienen. Und dann melde dich einfach beim kostenlosen Termin bei mir. Ich habe jetzt nur noch wenige frei, ja, 3 bis 4 maximal noch nächste Woche und übernächste Woche nochmal 3 bis 4. Also schau, dass du möglichst schnell bei mir einen Termin holst und dann unterhalten wir uns mal kostenlos, wie ich dir weiterhelfen kann, um dein Business quasi voranzubringen, deinen Verdienst, egal wo du auch immer stehst, ob du jetzt noch Solopreneur bist oder schon großer Unternehmer. Dein Thomas Klein, ich freue mich auf deiner Seite. Klick jetzt hier den Button und hol dir den Termin. Bis dahin, ciao.